Türen auf und hereinspaziert. Im Zauberwald beim Märchenzentrum Gasthof Vögelsberg in Wattens warten auch heuer wieder wundersame Geschöpfe. Es gibt wieder einiges zu tun für die großen und kleinen Zauberwaldbesucher. Denn der Zauberwald und ganz Tirol sind in Gefahr. Zum Glück passt das Wetter heute und es ist ganz toll, dass so viele Menschenkinder da sind. Also ich bin ja eine Eule und ich bin auf der Suche nach Menschenkindern, die den Fluch des Schatzes brechen, der über den Zauberwald hereingebrochen ist, weil es haben Diebe haben den Schatz des Hippoldmandels gestohlen und der Fluch kann nur gebrochen werden, indem der Schatz gewärmt wird. Und dazu braucht es die Hilfe der Menschen und auch der Vogelbande. Die Piepmätze der Vogelbande sind allerdings in alle Winde verstreut. Jetzt heißt es für die Kinder, sich auf den Weg zu machen und das ein oder andere Rätsel zu lösen. Der Schatz ist gestohlen worden! Von wem bloß? Natürlich stressig, das darf man natürlich sagen. Es ist viel zum Organisieren, aber es macht natürlich auch sehr viel Spaß, wenn man sieht, wie die Schauspieler agieren und wie die Leute auch darauf reagieren, sagen wir mal so. Es ist sehr, sehr toll. Die haben nicht Zeit. Na los! Oh. Was? Von einer Szene geht es durch den idyllischen Zauberwald weiter zur nächsten. Und überall ist Mitmachen angesagt. Was ich so sehe, speziell in die Gesicht von den vielen Kindern, sehe ich überall ein Lächeln. Das heißt, es ist einfach wieder eine perfekte Veranstaltung. Vor allem die Kostüme begeistern auch heuer wieder die Besucher und entführen in eine magische Welt. Kunterbunte Vögel, sprechende Hasen. Im Zauberwald ist alles möglich. Vor allem ist es auch ein spannendes Erlebnis für Kinder. Nicht nur, sich den Zauberwald anzusehen, sondern auch ein Teil des Geschehens zu sein. Nach dem Motto, einer für alle, alle für einen, helfen alle dem Hippold. Hippold ist die Figur, die den Schatz hütet, beschützt und den Zauberwald durch seine Wärme so mal schützt und die Kälte von Schatz auf sich selber aufnimmt. Deswegen auch Kapuze und die Ohrenschützer und so weiter und so fort. Gebrochen kann der Schatz leider, oder der Fluch vom Schatz leider durch die Federn von allen Vögeln im Wald und somit kriegt der Hippold wieder warm und braucht den Schatz nicht mehr zu hüten. Ich bin der Rabe Lexibald, Anführer der Vogelbande und ich bin beauftragt, im Namen des Waldes, den Fluch des Schatzes zu brechen, da der Wald gerade einfriert und dieser Fluch nur von den magischen Federn gebrochen werden kann. Ja, nachdem ich an der Kasse gesessen bin und mitgekriegt habe, wie der große Ansturm war, auf unseren Zauberwald, weil der Wettergott sehr gnädig war, war es toll zu beobachten, wie freudig die Leute gekommen sind und wie noch freudiger sie dann zurückgekommen sind und sich den Zauberschabesel abgeholt haben. Sie waren verzaubert. Wie war es bei dir? Ja, es war stressig, aber den Kindern hat es gefallen und das ist die Hauptsache. Staunende Gesichter und faszinierte Kinderaugen. Der Zauberwald verzaubert auch heuer wieder groß und klein.